So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Kommen wir nochmal zum Strom zurück. Da, wie gesagt, das ist immer noch rot. Strom ist noch so ein rotes Tuch. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Hier ist alles im Lot sozusagen, ne? Aber kommst du mal dichter in die... wo war denn das Schlimmste war? Hier, ich glaube hier oben, ne? Hier oben irgendwo war es. Was ist das hier? Ein Kiosk. Wunderbar. Hier ist es, genau, da. Nee, das ist Wasser. Zwei Wasserpumpen? Wieso habe ich denn zwei Wasserpumpen hier? Was? Ach, die beiden. Ah, siehst du, jawohl. Ja, ganz klar. Strom, ach hier, genau. Da ist Strom und da ist Strom. Beide nebeneinander gebaut, ne? Beide mit einem separaten Stromanschluss. 518% hier, 509% da. Warum teilen die sich nicht auf? Warum machen sie das nicht? Warum funktioniert das nicht? Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Du hast keine Autos zu verkaufen, was du nicht sagst. So. Das läuft auch. So, was haben wir sonst noch? Lass mal lauern hier. Bei Mutti-Wohner sind auch keine da, aber wir haben noch massenhaft freie Wohnungen. Ja, 79%. Gesundheit. 0,03% steigt das. Also wir müssen mit der Gesundheit irgendwas tun. Kann aber nicht sein, dass es hier Probleme mit der mit Wasseranschlüssen und so Krams gibt, ne? Ich glaube nicht. Warte mal, was muss ich gucken, ne? Overlay. Was haben wir denn hier? Müll. Abwasser. Wo haben wir denn hier? Da. Da wollte ich hin. Hell, jetzt ist schon problematisch, du. 200%. Die sind ja alle voll. Was ist denn hier los? Warum fährt denn ja keiner hin? Sag mal, wie viele Müllwagen brauchen wir denn hier in diesem Laden? Das ist ja irre. Moment, das ist offensichtlich, dass es voll ist hier, ne? Ich glaube schon. Und das ist schön leer. Steht aber nicht was, da fällt keiner hin, ne? Alle von unten, da fällt einer hin. Was macht der denn hier? Biomüll fällt da ab. Fährt er ab. Aha. Bergdorf Technische Dienstleistung. Wo ist denn da? Ganz hier drunten. Ich glaube, der ist ein bisschen überfahren, ne, mit der ganzen Situation hier. Ich glaube, da müssen wir brauchen noch ein bisschen Hilfe, ne? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Müllwagen hier. Das nützt alles nichts. Technische Dienstleistung. Wir brauchen hier oben noch die Dienstleistung, die technische. So, hau mal hin hier. So, los. Da, da, da. So. Dann schmeißen wir die Leute mal an hier, die Jungs. Und dann schauen wir mal auf den Strom. Mal gucken, was der sagt. So, wie hot? 1000 Meter, passt. Nehmen wir hin. So, wir brauchen einen Müllwagen. Und zwar, nehmen wir ruhig die... Da passt ein bisschen mehr rein, ne? 9,5 Tonnen, die hier nehmen wir. Sollen wir nur die nehmen? Ich glaube ja, ne? Ganze Absetzcontainer sind es nicht, ne? Zwei davon und den pass mal auf, nehmen wir hier was. Was haben wir die hier? Zack, zack. So. Und zwar. Gemischte Müllkübel ist hier. Biomüllkübel war die. Da ist sie hier, ne? So. Sondermüll haben wir hier oben gar nicht, glaube ich, ne? Aber wir können zur Not auch Sondermüll nochmal angeben. Sondermüll war nämlich gleich hier unten. Da. So. Haben wir. Boah, der hat keinen Strom. Nicht so schlimm, die können auch ohne Strom fahren. So. Overlays anzeigen, Strom. Leistung. Das Ding glüht. Das ist aber auch der für den Export, ne? Das geht dann zum Export raus.
Ansonsten ist alles grün. Kein Problem. Hier, da hat er ein Problem. Warum kriegt er nicht genug Saft? Warum nicht? Der ist der Einzige, der Probleme hat. Er kriegt aber den Strom von hier. Richtig? Der kriegt den Strom von da. Warum will er das nicht? Das ist eine Sache, die... Das begreife ich nicht. Der hat doch keinen extra Stromanschluss. Also wenn wir Fachleute dazwischen haben, ne, die es genau wissen, wie das hier läuft, dann raus damit. Immer raus damit. Normal dürfte er null Schwankungen haben. Das müsste normal sauber laufen. Der hat doch keinen Stromanschluss. Hat er nicht. Natürlich nicht. Ich meine, was haben wir hier? Pumpwerk. Der macht so seine Kummergeschichten. Zack, wieder da. Zack, wieder weg. Also mir hilft es nicht. Ich weiß nicht, warum das Problem da ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich verstehe auch nicht, warum hier Schnee liegt im Winter. Dürfte eigentlich nicht. Oder wo war es? Oder war es hier? Nee, ne? Da ist gut. Leistung mehr. Das ist ziemlich hoch. Die hat sich auch wieder beruhigt. War schon schlimmer. So. Immer noch keine Kohle da. Das ist aber schlecht, Freunde. Das ist aber echt schlecht hier. Das ist aber schlecht. Was hast du mit? 36 Leute. Du willst da nicht hoch? Wieso haben wir eigentlich keinen Parkplatz hier oben? Da können auch die Leute, ne, die so ein bisschen... Pass mal auf, die können auch hier Parkplätze. Kleinen, mittleren. Mittleren, was haben wir sonst noch? Oh, warte. Großer. Wir haben wieder 28 Autos. Klein und fein, ne? 28 Autos, ist doch gut. So. Zack. Kleinen Parkplatz hier ran. Da kann auch Leute kommen, die dann unbedingt hier mit dem Auto hin wollen. Die wir noch nicht verkaufen, aber die wir bald verkaufen werden. Nur wohnen hier für alle, ne? Für alle. Komm, für alle. So. So, wo bist du hin? Eine Kohlemine hoch. Keine Gefangenen. Entweder sind die unterwegs ausgestiegen. Oder... Wir haben Mai und nur einen Entflohenen. Das ist doch super. Jetzt läuft das hier langsam. Zwei Entflohene. Hier ist keiner. Das ist alles letztes Jahr passiert. Meine Güte, super. So wollen wir es haben. So wollen wir das haben. Ach, schön. So. So, was haben wir hier noch? Du willst wohin? Chemie, Elektronik. Okay, und der hier? Der will zum Zoll runter und da will er Touristen holen. Pass mal auf, das können wir auch noch erleichtern, das Ganze. Wenn wir Wie können wir das erleichtern? Weil der will ja auch an die Grenze, ne? Zum Zollhaus runter, genau. Ach, wie kriegen wir den am besten raus? Hier ist ja auch, ne, abfallender Ast sozusagen, ja. Wenn wir da eine separate Strecke hätten, nur für runter. Wie können wir das noch optimieren?
Am liebsten irgendwas mit Tunnel hier bauen, ne? Hier ein Tunnel, hier oben raus, zupp. Und irgendwo hier mit anklemmen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie. Und dann hier unten halt eben, keine Ahnung, mit der Brücke an der Seite vorbei. Und hier mit ran. Und das hier hinten verbinden, das Ganze. Damit die hier noch an die Grenze ran können. Alter, der hat Sachen vor, da schlag er's mit Ohren. Da weiß er echt nicht mehr, was er sagen soll. Warte mal, mit der Zug. Was haben wir denn hier? Tunnel. Von? Irgendwo von hier raus, ne? Alter, wie tief musst du hier denn? Sag mal, hallo? So weit wollte ich gar nicht. Ich wollte irgendwo hier raus, ne? Warte mal, geht es hier raus? So, ne? Hier raus. Das wird hier auch nichts, ne? Das wird hier auch nichts. Da kommen wir auch nicht runter. Doch, warte mal, das klappt. Da hätten wir einen Tunnel raus. So. Und dann hier runter. Bis dahin. Zack, da hätten wir einen Tunnel. Dann hätten wir das unter Tunnel sozusagen. Dann würden wir das, ich weiß nicht, zwei Tunnel bauen. Ich weiß, zwei Tunnel wäre auch nicht optimal. Einer wäre, das reicht. Und dann hier raus. Hier rüber mit Brücke. Hier mit ran. Da mit ranbauen. Damit wir den Kram hier so ein bisschen übergehen. Warte mal, tunnel dich. Brücke. Wo haben wir eine Brücke? Da. Bauen wir hier neben. So, und dann hier raus. Kommt mir das bis dahin? An der Struktur ist ein Weg. Warum? Weil. Autosave, Sekunde. Sollen wir mal daran, ne? Zack. Wäre nicht, das würde nicht gehen. Das würde nicht gehen. Irgendwo bis hierhin, sagen wir so. Dann haben wir doch die Möglichkeit, irgendwas dazwischen zu bauen. Daran. Zack. Jetzt müssen wir bloß irgendwie das hier verbinden. Keine Ahnung, wie ich das am besten machen soll. Das muss ja eigentlich theoretisch in beide Richtungen laufen. Am liebsten alle drei. Alle drei verbauen da. Oder noch einen zweiten Tunnel bauen. Was kostet ihr? 1 Million. Aber gut, Dollars ist billiger, ne? Da machen wir machen Dollars ja auch gut Geld. Und dann müsste der theoretisch damit ran. Dann müsste der damit ran. So. Hätten wir den mit dran. So. Damit wir so viel wie möglich von oben weghauen, sozusagen. Weil noch eine Brücke daneben wird nichts werden, ne? Das kriegen wir nicht hin. Passt nicht. Da haben wir nur eine Brücke sozusagen. Was wieder ein Engpass ist, ne? Schon wieder mal. Einen zweiten Tunnel bauen wäre auch ganz cool, aber ich meine, dann hast du wieder diesen Engpass, ne? Das nützt uns auch nichts. Ach, das ist alles schwierig. Das ist alles furchtbar schwierig. Am liebsten wären wir ja auch, wie gesagt, noch eine Brücke hier nehmen, ne? Da nochmal eine Brücke hinbauen, das wäre nochmal optimal, aber es geht nicht. Das kriegen wir nicht hin, weil da die Verarbeitungsanlage steht. Das wäre halt alles nennen, alles in Richtung. Überleg. Ich meine, die könnte man auch noch umbauen, wenn wir hier von mir aus hier einen kleinen Berg bauen.
Wenn wir hier so einen kleinen Verteiler hätten. Dann könnte man hier noch einen zweiten Tunnel bauen, sozusagen, ne? Und den mit hier anklemmen. Hier mit rankriegen. An den beiden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Warum stehen die hier drum? Was ist hier los? Guck mal hier, das ist schon wieder das Problem. Das ist auch wieder so eine Sache, die begreife ich nicht. So, ich mache mal auf Pause. Jetzt genau das gleiche Thema. Da steht jemand, die wollen alle zur Grenze raus. Geht aber nicht, weil der hier rumsteht und der will ja gerne, ich weiß nicht, wo man unbedingt auf dieses Gleis will, aber die anderen beiden Gleise sind frei. Warum? Warum ist das so? Warum ist das so, mein Freund? Warum fährst du nicht einfach los, aber der will unbedingt auf das Gleis da, anstatt auf einen von den anderen beiden raufzufahren? Warum ist das so? Alter, Freund, das ist doch furchtbar. Wir versuchen das mal hier zwischenzubauen. Komm, wir machen das mal. Wir bauen das hier mal zwischen. Wir nehmen mal die ganzen raus hier. So, und sagen nochmal Signale hier, Gleise. Von da aus einmal daran. Zack, und einmal hier ran, ne? Zack, so. Man kann ja nochmal einen zweiten Tunnel bauen, das ist nicht das Problem. Aber erstmal zum Raustesten, ob das funktioniert hier. So, warte mal, ein Chain-Signal will ich haben hier. Einmal hier, einmal da. Einmal da. Und einmal hier, ne? So. Normales Signal raus. Und einmal. Quatsch, das ist verkehrt. Das soll hier raus. Dahin. So rum. So passt es. Genau. Bis dahin. Der muss bis hier ganz hier hinten warten. Bis ganz hier hinten her. Ach, geben wir doch noch ein Signal hier. Das mal auf hier rüber. Warte. Hier kriegen wir nicht hin. Warum eigentlich nicht? Das geht. Okay. So, dann müsste hier ein normales hin. Zack. Richtig? Hier müsste auch theoretisch ein normales hin, ne? Oder? Jetzt hat er auf jeden Fall beide zu fassen. So, jetzt nimmt er hier rüber. Fährt hier ran. Müsste der normalerweise verschwinden. Der ist immer noch da. Jetzt müssten theoretisch, hier müssten nochmal Gleise hier rüber auf diese Seite. Komm, bau das mal. Wir nehmen Dollars. Ja, der fährt nicht los, ne? Der wartet, bis er hier fertig ist. Was macht er denn? Warum macht er hier gerade nichts? Hallo? Hau rein, mein Freund. Der muss warten, bis er fertig ist. Das ist doch der Klopper. Das Schlimme ist, dem kann ich noch nie mal sagen, dass er losfahren soll. Der blockiert das alles. Fahr mal los, mal gucken, was du sagst. Er will 100 Cent darüber. Siehst du? 100%. Genau, das ist genau das, was ich gesagt habe. So. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Ich habe keine Ahnung. Der Rest, der verteilt sich wunderbar. Da, wo es hin soll. Wunderschön. So, fahr durch. Jetzt das gleiche schon wieder in grün. Hier ist ein Platz frei. Warum fährst du da nicht ran? Ich begreife das nicht. Es ist mir ein Rätsel. Hoch 12. Ach, Junge, Junge, Junge. Meine Güte. Warte mal, nimm mal Signale weg hier. So. Ich muss mal hier Gleise bauen. Komm her. Und zwar, wir müssen ja. Wir kommen auch da nicht ganz rüber, ne? Dahin.
Und dann müssen wir das hier da drüben hinhaben, ne? So. Falls sie darüber müssen. So, dann haben wir das nämlich auch mit drin. Bau das auch mal fertig. Dann haben wir da Signale hier zwischen. Und zwar... Einmal raus. Einmal raus. Der ist sowieso egal. Und... Der, ne? Der Rest ein Chain-Signal, richtig? So rum. So rum. Und so rum. Fertig. Dann können wir nochmal Signale setzen. Will er nicht. Halt, ich glaube, das war richtig. So rum. Genau. Quatsch, das war viel zu dicht. Apropos, was macht der denn da? Was macht der denn hier? Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Warum fährt er nicht rein? Das ist doch zum Reihen. Die fahren das erste Gleis nicht an. Die fahren das erste Gleis nicht an. Und ich weiß nicht warum. Weil. Warum fahren sie das erste Gleis nicht an? Weil. Ist alles Tutti. Ist alles Suche. Die können auch durchfahren. Warum fahren sie das? Ich verstehe das nicht. Ist mir ein Rätsel. Das ist mir. Ich drehe durch. Aber egal. Nee, ist nicht egal. Das ist eine Katastrophe, ist das, weil dann das blockiert hier alles. Das steht hier alles. Da steht einer. Wo willst du hin? Rosthausen Station. Okay, pass mal auf. Ich bin mal gespannt, wann der erste Zug hier durchfährt. Aber hier einer durch den Tunnel durchjagt. So, der ist echt schwierig, hier in den Berg hochzukommen, ne? Ja. Da ist der nächste, der hier rumsteht. Ja, ich weiß, die blockieren, die stehen und warten und hast nicht gesehen. Es ist furchtbar. Das ist furchtbar und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann dem ja auch noch nicht mal sagen. Warte mal, Zugverteilerbüro. Ich kann dem noch nicht mal sagen, wo er hinfahren soll. Den könnte ich ja sagen. Holzeck Bahnhof soll er hinfahren. So. Jetzt könnte ich ja theoretisch hier noch eine... Warte mal, ich könnte das doch machen. Sag mal, Pause. Ich könnte doch. Warte mal. Wo ist denn das? Ist hier nicht. Doch, da. Wegpunkt setzen. Und zwar hier. Zack, da nochmal einen Wegpunkt setzen. Aber ich würde auch das Signal nehmen, ne? Das ist, glaube ich, egal, ne? Halt hinzufügen. Wegpunkt. Zack. So, pass mal auf, dann müsste ich jetzt nur noch sagen. Fahr den Wegpunkt an. Er fährt los. Das ist also nicht blockiert, also das funktioniert. Nur ist natürlich dumm, wenn da irgendwann mal ein Zug tatsächlich mal da reinfährt. Dann ist er, der ist jetzt festgelegt auf diesen einen Einfahrt sozusagen. Mal gucken, wer da noch reinfährt. Ah. Wir lieben sowas. Oh, wir lieben sowas. Er hält auch an. Er will nicht in der Mitte reinfahren. Nö, da sagt er sich. Nö, heute nicht. So, fahr raus. Komm, Hü. Gib mal Gas. Er fährt... Wieso? Die Mitte war da frei. Warum fährt er die Mitte nicht ein? Warum ist er da nicht reingefahren? Was ist da los? Stoff, Fahrzeugtyp verfügbar. VW-Bus, oh cool. Was ist mit dem los? Ich meine, der könnte auch die andere Strecke nehmen. Der könnte auch diese Strecke benutzen. Das kann ich aber ja, die fahren die neue Strecke nicht ab. Die fahren die nicht runter. Da müsste ich ihn zu zwingen, aber das will ich ja auch nicht. Dann müsste ich theoretisch hier einen Wegpunkt setzen, zack, und sagen, hier, weißt du was, da fährst du den Weg ab. Warte mal so, ne? Macht er aber nicht.
Was ist das für einer? Grenzstadt Zoll. Ja, wieso? Das wäre auch so eine Möglichkeit, hier runterzufahren, die abzunehmen. Aber nimmt den kürzeren Weg. Er sagt für sich, der ist kürzer. Unnütze Geldverschwendung. Oh mein Gott. Das ist ja wie im wahren Leben hier. So, was hast du mit? 92 Touristen. Super. So, wie ist das mit der Kohle? Immer noch mager, ne? Kohle läuft hier immer noch nicht. 79, was hast du mit? 6 Arbeiterfreunde. 5 Häftlinge. 2 Häftlinge. Das ist echt mager. 30 hast du hier. Wie viel kannst du mitkriegen? 95 kannst du mitschleppen. 18 Arbeiter. Wo fahrt ihr hin? Bergdorf, das ist hier oben, ne? Sozusagen der Hauptbahnhof ist das hier oben. So, was hast du mit? 127. Elektriprobleme. Warum sind die hier... wie gesagt, das mit dem Strom, das ist mir zu hoch. Das ist mir einfach zu hoch. Ich lass mal nicht so schnell laufen hier. Weil das Ding muss wieder laufen. So, wir kaufen den Mist eben gerade ein. Bringt uns aber auch nicht so das Großartige, ne? Weil Kohle hatten wir wirklich, wirklich reichlich hier drin, ne? Und jetzt aber mal... Na? Na, so langsam? Wo ist denn der nächste Bus hier? Die fahren alle hoch, da fällt keiner runter. Doch, da ist einer. 68 Leute. Gib Stoff, mein Freund. So, wie ist das hier nur mit Hotels? Sind die ja zufrieden soweit? Sieht ganz danach aus, ne? So, was ist hier los? Ja, die Biomüllgeschichten sind überfüllt, ne? Fahrt ihr auch Biomüll weg? Ich hab doch gesagt Biomüll, ne? Fahrt ihr auch weg. Aber die sind alle unterwegs. Die beiden hätten wir gar nicht gebraucht, theoretisch. Und jetzt fährt einer los, alles klar. Gut, ja, dann hat sich erledigt. Das läuft schon. Wie weit ist das denn hier? Mutti muss langsam fertig werden. So, das läuft auch. Aber warte mal ab, sobald die U-Bahn fertig ist, ne? Sobald das mit der U-Bahn richtig läuft, brauchen wir hier... Fallen hier auf jeden Fall, so zwei Züge fallen hier auf jeden Fall weg. Die Jungs, nämlich die hier laufen. Die laufen das ab, ne? Warte. Warte mal, wo waren wir jetzt hier? Da, ne? Da kommen sie raus. Bis da rüber. Dann können wir auch eine Verbindung irgendwie hier rüber schaffen, ne? Da sind 4 Leute. Wo kommen die denn eigentlich her? Da sind bis dahin. Wie weit laufen die Jungs denn hier? Da drüben brauchen sie gar nicht rüber. Das ist egal. Das ist auch egal, das hier, ne? Da sollten sie hinlaufen. Nur ist die Frage, ob die auch wirklich da hinlaufen. Auf jeden Fall, ein Zug fällt auf jeden Fall weg. Das ist der hier. Wie waren wir denn hier? Ist einer, ne? Ein Zug, ja. Der fällt schon mal weg. Eieiei. Na gut. So, die Folge ist aber wieder leider zu Ende. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 6 Schüler.